geht erstmal noch insbesondere in dem Teil, wo es um Ihre Hausübung geht, um das Verstehen von Mathematik. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass ich da recht fleißig Ihre Forumseinträge gelesen und auch kommentiert habe. Ich greife das heute auch nochmal auf, weil einige der Fragen da was, da denke ich mir, ah, da ist es wahrscheinlich eh gut, da nochmal was dazu zu sagen. Bei der Hausübung machen wir es heute ein bisschen anders. Den Arbeitsauftrag 1, den geben wir wieder in so einem Peer-Review. Der Arbeitsauftrag 2, der wird dann hier eher so im Laufe des zweiten, dann neuen Teils didaktische Prinzipien besprochen. Ich hatte ja hoffentlich schon anfangs des Themas Erkenntnis- und lerntheoretische Grundlagen gesagt, beziehungsweise legt das auch der Titel so ein bisschen nahe, dass das halt eher theoretisch ist. Ne? Das sind Erkenntnis- und lerntheoretische und dann auch noch Grundlagen. Und jetzt müssen wir uns dann natürlich überlegen, was bedeutet das eigentlich für die Gestaltung von Mathematikunterricht? Also viele Fragen kamen jetzt zu bestimmten Ebenen, insbesondere zu der elaborativen Komponente. Da ist relativ oft nachgefragt worden. Wir fassen das mal in etwas einfachere Begriffe, die Sie schon mal gehört haben. Also konzeptuelle Komponente, da geht es im Wesentlichen, da steht jetzt immer grosso modo, das ist so Angeberlatein für im Großen und Ganzen, oder wenn Sie lieber Englisch haben, taken with a grain of salt. Im Großen und Ganzen geht es da mal um Begriffe. Bei der prozeduralen Komponente geht es im Großen und Ganzen mal um Verfahren. Bei der argumentativen und der relationalen Komponente geht es im Wesentlichen um das, was wir später Sachverhalte nennen würden, also Sätze, Gesetze und Regeln. Und bei der elaborativen Komponente geht es im Wesentlichen um Probleme und um Modelle. So, und bei der reflexiven geht es um Metakognition. Jetzt können Sie wieder einwenden, ja, Herr Fons, jetzt haben Sie neben je zwei Worte je ein Wort geschrieben, das ist aber auch noch keine Erklärung. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal an, was sind eigentlich Begriffe, Verfahren, Sachverhalte, Probleme, Modelle und Metakognition. Zumindest so ein grobes Vorverständnis, weil es gibt dann nach den didaktischen Prinzipien der nächste Teil in der Lehrveranstaltung, der heißt Grundformen mathematischen Arbeitens. Das kommt vielleicht einigen bekannt vor, die schon die Didaktik der Geometrie hatten. Und da geht es um Begriffe bilden, Verfahren erarbeiten, Sachverhalte erarbeiten, Probleme lösen, Modelle bilden. Und ums Reflektieren haben wir uns eh schon gekümmert, so mehr oder weniger. Das heißt, das kommt alles auch noch mal ein bisschen genauer, beziehungsweise war ja eh schon genauer da. Also Begriffe, wenn man es jetzt so grob, merken wir uns mal, das sind die Dinge, die man definieren kann. Ganz stimmt das nicht. Es gibt zum Beispiel auch undefinierte Begriffe. Verfahren sind Dinge, die man ausführen kann, zum Beispiel den Algorithmus zur schriftlichen Multiplikation oder die Anwendung einfach der Differenzierungsregeln wäre auch sowas, wo man sagen kann, das ist ein Verfahren, Kurvendiskussion ist ein Verfahren. Und dass man gegebenenfalls auch automatisieren kann. Automatisieren heißt halt, dass man eine Fertigkeit ausführen kann, ein Verfahren, ohne da jetzt nochmal nachzudenken zu müssen, wie funktioniert das jetzt eigentlich. Sachverhalte sind Dinge, die man begründen kann, also zum Beispiel Satz von Pythagoras, wobei auch das wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es gibt ja etwa Minus mal Minus ist gleich Plus. Da kann man sich zumindest fragen, warum ist das eigentlich so? Im engeren Sinne begründen kann man das eigentlich nicht, weil das steckt in der Axiomatik der Zahlen drin. Also ist das auch nicht immer richtig. Aber man kann sich zumindest fragen, warum diese Sachen gelten, diese Sätze, Gesetze und Regeln. Und man könnte auch noch sagen, ja, das ist etwas, an das ich mich halten sollte, wenn ich richtige Ergebnisse haben will. Das wäre vielleicht das andere. Probleme unterscheiden sich von Aufgaben oder wie Sie in Österreich immer sagen, von Beispielen dadurch, das sind ganz besondere Aufgaben oder Beispiele, nämlich solche, für die ich noch einen Lösungsansatz finden muss. Also jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein Problem, irgendeine Schlussrechnungsaufgabe zu lösen, wenn Ihnen das vorher schon 17.000 Mal gezeigt worden ist. Das wäre zu wenig, ne? Das wäre eine Standardaufgabe. Also wenn Sie schon wissen, wie das gelöst werden kann, kann es eigentlich kein Problem sein. Da merkt man auch schon, das hängt ja davon ab, was ich vorher getan habe. Und das macht vielleicht wirklich die Schwierigkeit bei dem Elaborativen aus, dass ich da ja auch in das Forum ungefähr dreimal reingeschrieben habe und dann habe ich es aufgegeben, dass das immer Anforderungen sein müssten, wo man irgendwie ein bisschen weiterdenken muss. Und Probleme wären halt sowas, wo man sagen kann, da liegt der Lösungsansatz nicht absolut fix. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass das natürlich immer davon abhängt,
was habe ich eigentlich vorher schon gelernt? Wenn Sie jetzt sagen, die Umkehraufgabe meinetwegen zu einer bestimmten Standardaufgabe kann ein Problem sein, ist aber dann kein Problem mehr, wenn Sie die auch schon 17.000 Mal bearbeitet haben. Also 17.000 ist jetzt etwas sehr übertrieben. Aber wenn, insbesondere nicht, wenn Ihnen jemand für die Umkehraufgabe auch ein Verfahren gegeben hat, wie die zu lösen sind, dann sind es auch keine Probleme mehr. Modelle, das meint mathematisches Modellieren oder Modellbilden, meint immer, da wird Realität mit Mathematik verknüpft. Ich nenne das immer etwas umständlich, etwas, mit dem ich die idealen mathematischen Objekte in meinem Kopf mit der realen Welt dort draußen verbinde. Das ist nämlich nicht immer ganz klar. Manche Leute sagen, die lineare Funktion ist ein Modell für Tarife. Andere Leute sagen, ein Tarif ist ein Modell für die lineare Funktion. Also es ist nicht ganz klar, welche Richtung man das eigentlich sagen soll. Und deswegen könnte man am besten oder am vernünftigsten, finde ich, wenn man sagt, naja, das Modell ist quasi die Verknüpfung von sowas idealem Gedachten, wie der linearen Funktion. Die gibt es ja nicht, ne? Die gibt es eigentlich nur in unserem Kopf. Und damit Zusammenhänge, die ich halt damit darstellen kann. Und das nenne ich ein mathematisches Modell. Und hier wäre es wieder so, dass, also was jetzt das elaborative Wissen angeht, man sagen müsste, aber wenn man, es ist jetzt nicht jede nicht jedes Beispiel, wo ein mathematischer Kontext dabei steht, ist dann irgendwie schon Modellieren. Es müsste zumindest mal ein Kontext sein, der irgendwie ungewohnt ist. Also sagen wir mal, Sie bringen den Leuten die Schlussrechnung bei in so Beispielen mit 3 Äpfel kosten 2 Euro, was kosten dann 5 Äpfel? So, jetzt würde ich sagen, es ist vielleicht etwas schwierig zu sagen, elaboratives Wissen ist dann Probleme lösen, wo steht 6 Birnen kosten. Da würde ich sagen, der Kontext ist doch sehr ähnlich. Aber wenn man jetzt sagen würde, das ist irgendwas, wo das so ein bisschen schwieriger wird, dadurch, dass der Kontext wirklich deutlich variiert wird, oder ist es jetzt meinetwegen, kommt jetzt auf einmal was, was umgekehrt proportional ist, dann ist das natürlich irgendwie elaboriert, das, was man schon kennt. Elaborieren heißt ja irgendwie so weiter ausführen oder näher ausführen. Also Probleme und Modelle, da muss man sich immer merken, außer mathematische Anwendung, wo ein bisschen Kreativität, ein bisschen Nachdenken dabei ist. Zum Beispiel auch könnte es sein, es steht gar nicht dabei, mit welchem Verfahren das zu lösen ist. Und es ist nicht zufällig das, was man gerade 5 Minuten vorher gemacht hat. Ja, also da in dem Bereich, wo Sie im Schulbuch die Seiten haben, wo steht vermischte Aufgaben, so ganz am Ende von so einem Kapitel. Da sind oft Aufgaben, die auf elaboratives Verständnis abzielen, dabei. So, Metakognitionen sind Dinge, mit denen ich mein Wissen sichten, einordnen und bewerten kann. Also, was weiß ich eigentlich über die lineare Funktion? Wofür ist die lineare Funktion gut? Was sind typische Anwendungsfälle? Wo sind Grenzen? Das wären so Metakognitionen. So, jetzt kam auch die sehr intelligente Frage, wie das jetzt eigentlich mit diesem Instrumental Understanding und Relational Understanding zusammenhängt. Und so eine ganz stumpfe Antwort habe ich schon gegeben. Also wenn man sich wenig merken will, sagt man, naja, Instrumental Understanding ist im Wesentlichen das Prozedurale. So, heute will ich das noch etwas komplizierter machen. Sie sehen da quasi wie so Thermostate oder so Pfeile, die zeigen jetzt erstmal zur Seite. Das soll heißen, das ist da weder besonders wichtig noch besonders unwichtig. Und ich drehe die jetzt quasi nach oben, wenn ich sage, das ist besonders wichtig für das Instrumental Understanding, oder nach unten, wenn ich sage, das ist besonders unwichtig. Und dann sieht das meiner Meinung nach so aus. Relational Understanding meint einfach, das ist durch und durch verstanden und das würde heißen, zu all diesen Komponenten ist was da. So, und beim Instrumental Understanding, da ist ziemlich viel vom Prozeduralen da, aber man könnte ja noch wieder sagen, also zum Beispiel nicht, dass ich nicht weiß, warum so das Verfahren so funktioniert oder so. Wo ich ja auch sagen könnte, das gehört vielleicht noch so ein bisschen zum Prozeduralen. Sicherlich ist da ein bisschen was Konzeptuelles dabei, weil wenn ich jetzt irgendein Verfahren anwenden will oder so, dann also zumindest so grob wissen, also wenn da steht, rechne oder bestimme die Summe von so und so, da müsste ich ja zumindest mal wissen, was die Summe eigentlich ist. Also ein gewisser Anteil konzeptuelles Wissen wird da wohl auch sein beim Instrumental Understanding. Argumentativ nicht, weil da stand ja auf Englisch so
Rules without reason, Regeln ohne die Begründung, also ist da wahrscheinlich eher nichts an argumentativer Fähigkeit, wenn ich sage, jemand hat nur instrumentelles Verständnis. Relational, das ist jetzt besonders verwirrend, relational im Sinne von Meyer und Steinbrink ist ja Wissen und über Sätze, Gesetze und Regeln. Da würde ich sagen, naja, ganz ohne das kommt man beim Instrumental Understanding wohl nicht aus. Also wenn ich so einen Rechenterm lösen will, wo Klammern gesetzt sind und Plusse und Minusse stehen, da muss ich ja doch wieder wissen, dass Minus mal Minus Plus ergibt. Ich muss mir vielleicht keine Gedanken machen. Also so ein bisschen relationale Komponente gibt es auch beim Instrumental Understanding. Und man kann auch sagen, ja, vielleicht so leichte Varianten von Aufgaben, ganz einfache Probleme und Modelle, wo der Kontext vielleicht ungewohnt, aber noch relativ nah dabei ist, da würde man dann vielleicht sagen, okay, so ein bisschen Elaboratives, ganz bisschen ist da auch noch dabei. Reflexiv, dass man jetzt irgendwie groß darüber nachdenken und sich äußern kann, das wäre wieder typisch für Relational Understanding eher als für das Instrumental Understanding. So, und das, damit das nicht so verwirrend ist, ne, sagen halt einige nicht Instrumental Understanding und Relational Understanding, sondern nennen das syntaktisches und semantisches Verstehen. Und zum Beispiel hier Prediger und Wittmann, die nehme ich raus, weil die später nochmal kommen. Ne, dann hat man nicht diese Doppelung mit dem Instrumental Understanding da drin. So, das wollte ich noch mal vorab gesagt haben, bevor es dann an die Besprechung Ihrer Übung geht. Jetzt dürften auch langsam alle eingetrudelt sein. Bei dieser Gruppe bin ich mir nicht so sicher, ob der Arbeitsauftrag verstanden worden ist. Zur Prozentrechnung gehörende Begriffe kennen. Ich meine, vielleicht haben Sie das einfach zusammengefasst, was da stand, aber da habe ich gerade schon drei Lösungen in der Hand gehabt, wo das irgendwie etwas konkreter stand. Also zum Beispiel den Begriff Prozentwert erläutern können oder so. Beispiele rechnen ist super ungenau. Also da müssten Sie zumindest ein Beispiel angeben oder so. Oder sagen Sie zumindest Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen können. Dann weiß man ungefähr, was gemeint ist. Beispiele rechnen, das können Sie ja dann einfach überall hinschreiben, egal was das Thema ist. Beispiele rechnen, das erklärt nichts. Ich lese Ihnen mal eine Lösung vor. Die Schülerinnen und Schüler können von einem Wert den geforderten Prozentanteil berechnen. Das sagt so ziemlich dasselbe, aber deutlich besser als Beispiele rechnen. So, hier wird es jetzt langsam wird's besser. Ein erhaltenes Resultat begründen können. Deuten, erklären können. Das geht halt wieder auch relativ stark ins Rechnen rein. Das hier, wo Sie Fragezeichen sagen, da würde ich sogar sagen, eher so tendenziell fast ein Plus, wobei das vielleicht eher zum Reflexiven gehört. Warum man Prozentwerte nicht direkt addieren, subtrahieren kann. Begründen, warum man das nicht kann. Ist meiner Meinung nach schon Begründungswissen. Also da hätte ich jetzt keinen Einwand gehabt. Das würde ich nicht so schwierig sehen. Man könnte sagen, wenn man sagt, erklär das mal, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen reflexiv. Aber das ist die Schwierigkeit bei argumentativ und reflexiv immer. Wenn man was begründen will, lässt sich das in der Regel nicht vermeiden, dass man auch nachdenken muss. Und natürlich kommen dann auch immer Zusammenhänge dazu. Das Relationale ist fast immer das Schwierigste, es sei denn, ich hätte Ihnen als Thema wirklich einen Begriff vorgegeben. Verstehen, dass Prozentrechnung gleich Division durch 100. Das ist schon mal schlecht, wenn Sie Verstehen durch Verstehen erklären. Das ist nicht gut. Sie sollten nicht erläutern, was Verstehen ist, dadurch, dass Sie reinschreiben, Verstehen. Es ist besser, Sie schreiben dann mindestens rein Erklären oder irgendwas, weil sonst wird das so zirkulär. Andere haben hier geschrieben, Zusammenhang von Prozentrechnung und Bruchrechnung. Wahrscheinlich ist das gemeint. Das sagt es aber auch wieder einfach etwas präziser. Oder hier steht irgendwo, was haben wir da? Die Schülerinnen und die Beziehung zwischen Bruchzahlen und Prozenten, das ist nicht viel besser. Erläutern, inwiefern die Prozentrechnung mit Bruchzahlen und Dezimalzahlen zusammenhängt. Zum Beispiel 25% gleich 0,25 gleich 1/4. Das wäre sehr gut zu relational.
elaborativ sich aus einem großen Berg voller Daten mit Hilfe Prozentrechnung einen Überblick verschaffen. Ja, das kann man vielleicht gelten lassen. Das ist quasi der Sinn und Zweck eigentlich der Prozentrechnung. Insofern will ich da nichts gegen sagen. In außermathematischen Situationen mit Hilfe der Übertragung in Prozentvergleiche relativer Häufigkeiten vornehmen. Geht auch wieder auf was Ähnliches. Beispiele, an die ich noch gedacht habe, was auch gehen würde, wäre, wenn in einem Preis schon ein Prozentaufschlag enthalten ist, den ursprünglichen Wert berechnen. Weil normalerweise lernt man ja erstmal die Verfahren alle vorwärts, also quasi, was sind 25% von so und so. Und dann ist es aber nochmal ein Schritt weiter, sich zu überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich den erhöhten Preis schon kenne oder den reduzierten. Das sind auch so typische Beispiele wie, der Preis einer Ware ist um 25% reduziert worden, sie kostet jetzt 100 Euro, dass sie dann vor der Reduktion nicht 125 Euro gekostet hat. Situationen erkennen, in denen das ist hier ganz in Ordnung, ne? Das ist auch so von der Formel, in welchen Bereichen sie dringend gebraucht wird. Ja, da würde ich sagen, wenn Sie da sagen, dass das Fragezeichen soll sagen, das ist nicht schön geschrieben, dann würde ich sagen, ja, könnte man noch genauer sagen, aber im Grunde genommen würde ich sagen, ach, das gehört auch zum Reflexionswissen. So eine Aufgabe habe ich auch schon mal gestellt in Schulmathematik 1, nennen Sie Bereiche, in denen im Alltag Prozentrechnung vorkommt. So. Besondere Vierecke. Ja. Hier würde ich noch ergänzen, wobei das hier nicht hingehört, sondern zu relational. Also eine Definition kennen, quasi sagen können, was hatten Sie denn für besondere Vierecke? Trapez meinetwegen, ein Trapez ist ein Viereck mit einem Paar paralleler Seiten. Das würde zum Konzeptuellen gehören. Wenn ich jetzt sage, so Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Figuren kennen, ja, das gehört schon auch so ein bisschen zum Begrifflichen, geht dann aber doch sehr stark in dieses Relationale, weil da geht es ja um Beziehungen zwischen den Figuren. Also das ist so, da würde ich sagen, das ist auch relational. Schlechtes hatten Sie nicht. Prozedural berechnen von Seitenlängen, Flächen und so weiter. Berechnen von Seitenlängen. Ich würde eher nur das Berechnen von Flächen hier mal reinschreiben, sicherheitshalber, weil dann haben wir nachher beim Elaborativen mehr. Und was sicherlich noch dazu gehören würde, als Beispiel, was auch gehen würde, Konstruieren dieser Figuren. Das sind auch Prozeduren, da gibt es ja so abgeregt. Bei Dreieckskonstruktionen, denken Sie mal, da gibt es ja auch Dings. Das kann man auch dahin schreiben. Eigenschaften besonderer Vierecke aufeinander beziehen können, diese auch begründen und beweisen können. Ja, das geht ganz gut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das ist sicher, dass man dann sagt, ah, das Trapez hat nicht nur die Eigenschaft, sondern es folgt auch, es hat auch noch die Eigenschaft. Beziehungen zwischen zum Beispiel Seitenlängen zueinander, das finde ich eher ein bisschen schwierig und würde sagen, das gehört oft schon in die Begriffsdefinition rein. Was soll ich beim Rechteck anders sagen, als dass das ist, dass da rechte Winkel sind? Und das sind ja... Gut, aber da kann man sagen, ja, eine weitere Eigenschaft ist, dass die gegenüberliegenden Seiten parallel sind und das wäre dann die Lage. Ja, das ist so ein bisschen Grenzbereich hier. Ne? Aber da werden wir auch noch sehen, es gibt so verschiedene Ebenen des Begriffsverständnisses, das kommt dann irgendwie so in 2 Wochen. Und auf der untersten Ebene ist Begriffsverständnis eher nur so, ah, ich kenne so Dinge, die so aussehen wie so ein Rechteck und auf den höheren Ebenen, und das macht die Trennung eigentlich zwischen konzeptuell und relational relativ schwierig, ist eben das Begriffsverständnis von Figuren. Wissen, wie die Figur definiert ist als gegenseitige Lage ihrer Teile. Und damit ist man eigentlich automatisch fast auch da, wo relationales Wissen steht. So, aber was zum Beispiel auch dazugehören würde, wären so diese Ober- und Untermengenbeziehungen. Das ist nämlich ein Teil des Begriffsverständnisses, der auch bei Studierenden in der Regel nicht ausgebildet ist. Also dass Rechtecke nicht was anderes sind als Trapeze, sondern eine Teilmenge der Trapeze. Und dass Parallelogramme eine Teilmenge sind von den Trapezen und so weiter. Und da ein ordentlich sprechen, dass es deswegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt und nicht nur Unterschiede zwischen den Figuren. Das würde alles so ins Relationale ganz gut reinpassen. Elaborativ lösen von mathematischen und außermathematischen Problemen des besonderen Vierecks. Da würde ich zunächst mal sagen, ach, so ein besonderes Viereck hat gar keine Probleme. Viereck hat ja nicht das Problem, Sie haben das Problem.
mit dem besonderen Viereck. Und am besten ist so, wenn man das noch deutlicher machen will, was ganz gut geht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Beispiel, wo man die Fläche bestimmen muss, wo jetzt das nicht eine direkte Anwendung der Formel ist, also da ist einfach, da steht halt hier, der Container hat die Form eines Trapezes und hat die Höhe so und so und hat die Länge so und so, berechne, dann hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, das ist elaborativ. Dann würde ich sagen, naja, das ist eigentlich nur Schülerverarsche. Der soll da halt wieder das Trapez ausrechnen und steht halt zufällig dabei, dass das die Seitenfläche von einem Container ist, was für die Lösung der ganzen Aufgabe egal ist. Also es müsste, wenn dann was Außermathematisches sein, wo man wieder sagen kann, ah, das ist jetzt nicht die direkte Anwendung des vorher schon eingesetzten Wissens. Und das geht in der Regel relativ gut, wenn man zum Beispiel Figuren nimmt, die nicht direkt die besonderen Vierecke sind, sondern irgendwie so eine Kombination aus mehreren besonderen Vierecken. Und das andere, deswegen habe ich Ihnen oben die Seitenlängen rausgestrichen, Umkehraufgaben. Wenn Sie erstmal beigebracht haben, die Fläche berechnet sich so und dann können Sie geben, ah, das hat die und die Fläche und die eine Länge ist vorgegeben, was machst du jetzt? Weil in dem Alter, wo das unterrichtet wird, in der Regel auch noch gar nicht so viel Algebra gemacht worden ist, dass man da einfach weiß, das ist jetzt so ohne weiteres die Formelumformung. Reflexiv, Einbeziehen der besonderen Vierecke in den Alltag. Kriegen noch mal einen Drachen mit. Ja, da kann man schon sagen, ich würde es noch genauer, also man könnte sagen, gibt es Gegenstände, die diese Form haben und hat das da auch irgendwelche Gründe, also bringt das da irgendwas? Ist jetzt bei den besonderen Vierecken zum Teil schwierig. Ich meine, ich habe mal als Argument gelesen dafür, dass diese Einkaufswagen in der Regel nicht genau rechteckig sind, sondern vorne so ein bisschen geschrägt, also dass man da eigentlich ein Trapez hat, dass die dann leichter ineinander gehen. Das wäre so ein Argument, wo man sagen würde, da spielt die Form eine Rolle. Die statistischen Kennzahlen, Begriffe wie Median, Maximum, Minimum, Spannweite definieren. Ja. Da sage ich später, sage ich dann noch immer, die Definition kennen oder angeben können ist besser als definieren. Weil definieren, sage ich immer, das macht der Lehrer oder das Schulbuch, die schreiben das mal hin, dann ist das definiert. Was die Schülerinnen und Schüler kennen müssen, ist die Definition aufsagen oder kennen oder erklären, erläutern können, ist besser. Prozedural, aber also man könnte zum Beispiel auch, so, auch noch sowas sagen, so, ah, der kann so ein Bild malen, wo er einzeichnet bei der Datenreihe, hier ist der Median oder so, das würde auch gehen. Prozedural, Median bestimmen, sicher, Spannweite und so weiter bestimmen, argumentativ begründen können, warum statistische Kennzahlen, wie der Median sich bei der Erhöhung der Werte um jeweils 1 verändern. Ja, das geht sicher. Andere wiederum gleich bleiben. Achso, das ist gar, ich dachte, das wäre das Minus. Das Minus haben Sie sich nicht getraut. Wissen, wie die, oder Sie hatten nur Superlösung. Wissen, wie die einzelnen Kennzahlen zusammenhängen. Ja, wobei das mit Median und den Dings gar nicht so leicht. Der Median ist halt in der Mitte und die anderen sind außen. Bei Maximum und Maximum und Spannweite geht es ja sehr gut. Spannweite ist einfach Maximum minus Minimum. Also insofern ist das schon in Ordnung. Man könnte auch da was Ähnliches schreiben wie hier oben, nicht begründen können, sondern einfach wissen, dass sich meinetwegen eine Erhöhung der Werte, die oberhalb des Medians liegen, nicht auf den Median auswirkt. Also wenn Sie alle Werte, die oberhalb des Medians liegen, da 1000 drauf addieren, ändert sich ja der Median gar nicht. Es sei denn, Sie haben so einen Fall mit gerader Anzahl und der Median gehört zu den oberen Werten dazu. Aber das war jetzt nicht gemeint. Elaborativ Veränderung der Begriffe anhand von Klassenaufstellungen nachvollziehen, Größe. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, was da gemeint ist. Hier haben wir uns relativ auch selber ein bisschen schwer getan, aber wieder so Dinge, wo es ans Vorwissen anknüpft, wäre sowas wie den Median, wenn man schon kennengelernt hat, wie der Median aus so einer Liste von vollständig aufgezählten Werten bestimmt wird, nicht durch Umsortieren und so weiter, dann selbstständig sich überlegen, wie geht das eigentlich bei Häufigkeitstabellen, also wenn da steht 5-mal so und so, 6-mal einmal das. Oder wenn Sie es noch schlimmer haben wollen, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen noch nicht mal wissen, was macht man eigentlich mit dem Median von klassierten Daten?
Also was ist das Medianalter bei einer Veranstaltung, wo zum Beispiel steht 20- bis 30-Jährige 16, 30- bis 40-Jährige so und so viel, 40 bis 40. Wie bestimmt man da eigentlich den Median? Und wo wir auch gedacht haben, ja, das wird schon auch passen, wenn man jetzt sagt, den Median in Kontexten, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat, wieder neu deuten, was der da meint. Das könnte man wahrscheinlich auch machen. Und beim Reflexiven begründen können, wieso die Beantwortung einer Frage zum Beispiel den Median benötigt. Ja, sowas geht. Oder man kann auch sagen, begründen können, wo der Median besser passt als irgendwas anderes und so. Oder sagen können, dass bei der Lieblingsfarbe der Median nicht funktioniert. Quadratische Funktion, Begriff kennen und erklären können, ja, geht sicher. Aber das ist so der allgemeine Joker, den kann man, das können Sie eigentlich bei jedem Begriff hinschreiben. Geht eh immer. Ja. Wertetabelle, Extremstellung und Steigung bestimmen, ja sicher, das ja. Steigung wäre quadratische Funktion, sobald man Analysis hat, geht das dann, okay. Argumentativ, warum eine quadratische Funktion eine Parabel ist, da wüsste ich eigentlich nicht, wie man das begründen soll. Das ist ja einfach der Name. Die heißt halt Normalparabel, der Graph der quadratischen Funktion, aber da ist irgendwie wenig zu begründen. Wir hatten zum Beispiel sowas überlegt, die kleine Lösungsformel durch quadratische Ergänzung herleiten können. Das wäre ein typisches Beispiel für Argumentation. Relational Unterschied, Zusammenhang zwischen linearer und quadratischer Funktion? Ja, das kann man sicher gut machen. Wir hatten auch noch sowas wie, wenn man jetzt so sagt, sowas wie x² plus 3x plus 4 ist die eine Funktion, nächste Funktion ist x² und dritte Funktion, jetzt habe ich es glaube ich falsch gesagt, doch richtig gesagt, und die dritte Funktion ist 3x plus 4. So, und dann könnte man sagen, wie hängen die eigentlich zusammen, dass das quasi so Überlagerungen sind und dass man dann sehen kann, ah, die Schnittstellen von dem einen sind die Nullstellen von dem anderen. Und so, das wäre auch, wird da vielleicht auch noch reinpassen. Außermathematische Situationen, ja, da würde ich wieder sagen, ja, außer das ist so ganz simpel. Das liegt daran, dass ich da den Tipp gegeben habe, dass da im Internet nichts mit Beispielen war. Das Besondere war da aber, dass da nicht die außermathematische Situation und der Funktionsgraph angegeben war, sondern die außermathematische Situation und besondere Stellen. Da stand zum Beispiel, der Ball hat nach 5 Minuten eine Höhe von so und so erreicht und landet bei so und so wieder auf dem Boden. Beschreibe das durch eine quadratische Funktion. Und da ist wieder klar, warum das elaborativ ist. Da muss ich ja jetzt wieder überlegen, wie geht das? Und da ist auch klar, wann das nicht mehr elaborativ ist, wenn als nächste Aufgabe wieder was kommt, was eigentlich eh genau dasselbe ist. Aber da wäre eher das Elaborative, liegt wieder daran, das ist jetzt nicht so quadratische Funktion mit Wertetabelle zeichnen oder mit den Lösungsformeln die Nullstellen oder die Extremstellen bestimmen, sondern das ist wieder was, wo man selber, wenn man das zumindest das erste Mal macht, überlegen muss, wie könnte denn das funktionieren. Und wo man aber im Grunde genommen auch schon alle Schritte kennt. Also hier diese Interpolationsprobleme für diejenigen, denen das schon was sagt aus Didaktik der Geometrie, die passen ganz gut in das Elaborative rein. Reflexiv, Bevölkerungswachstum. In welcher Situation könnte eine quadratische Funktion eine sinnvolle Beschreibung liefern? Ja, könnte man versuchen. Ich meine, bei diesen Wachstumsdings ist das halt teilweise schwierig. Gerade bei sowas wie Bevölkerung denkt man ja oft, die Bevölkerung, die schon da ist, spielt eine Rolle für die Bevölkerung, die es im nächsten Jahr gibt. Und dann modelliert man halt meistens mit Exponentialfunktionen. Und weil da ist klarer, dass quasi von dem, was da ist, das dann weitergeht. Aber im Prinzip geht das für Modelle entscheiden, für Kontexte entscheiden, warum passt die quadratische Funktion gut. Quadratische Funktion passt gut in Situationen, wo Sie wissen, dass der Anstieg, also dass der Anstieg des Anstiegs linear ist. Sagt Ihnen ja die erste Ableitung. Okay, jetzt brauchen wir den OHP nicht mehr. Gut, wir kommen jetzt zu den didaktischen Prinzipien. Da war ja so eine gröbere Leitfrage, woran kann ich mich bei der Planung und Durchführung von Unterricht orientieren? Eine Teilfrage davon sind, welche didaktischen Prinzipien lassen sich ableiten aus? Und jetzt kommen eben so drei Bereiche, wo man die ableiten kann. Annahmen über die Strukturgenese und Bedeutung mathematischen Wissens, das wäre
epistemologisch oder vielleicht auch bildungstheoretisch begründete Annahmen, Annahmen über bei den Lernenden vorhandenes Wissen, Vorstellungen und deren Weiterentwicklung, da geht es eher so ins Psychologische hinein, und Annahmen über den Ablauf von Lehr-Lernprozessen und die Rolle von Lernenden und Lehrpersonen, das ist eher so eine soziale Perspektive. Annahmen meint hier immer, das kann theoretisch oder empirisch unterstützt sein, also diese didaktischen Prinzipien leiten sich aus gewissen Aussagen, die man meint, aus empirischen Untersuchungen ableiten zu können oder aus Theorien ableiten zu können, die als solche dann halt häufig wieder durch irgendwelche empirischen Untersuchungen unterstützt worden sind. Es ist aber immer so, dass diese didaktischen Prinzipien, das ist jetzt nicht so wie 10 Gebote oder so, dass die absolut eingehalten werden müssen. Da besteht immer eine gewisse Flexibilität. Unterricht ist ja doch ein relativ komplexer Prozess, da hat man eine gewisse Anzahl Menschen vor sich sitzen und man ist selber auch ein Mensch. Und da ist das nie so, dass man eigentlich sagen kann, es gibt jetzt gesichertes fachdidaktisches Wissen für jede Situation, in die Sie da im Unterricht reinkommen können, sagt die Fachdidaktik ganz genau, du musst jetzt das und das tun. Da wird einem schnell klar, dass es sowas gar nicht geben kann. Und deswegen formuliert man Prinzipien, also so grobe Regeln, wo man sagen kann, das hat sich bewährt, das ist ganz vernünftig, aber die müssen eben auch dann unter Umständen adaptiert werden und man muss sich neu überlegen, was jeder Lehrperson muss quasi selber sagen, was heißt das jetzt konkret in der Situation, dass ich mich an diesem Prinzip orientieren möchte. Hier ist mal so ein Überblick für den Volksschulbereich, hat der Herr Wittmann so 1, 2, 3, 6, 10 Prinzipien aufgeschrieben. Da würden wir jetzt ein stolzes Semester oder zwei brauchen, wenn wir die alle abhandeln wollen. Wir machen das mal so, dass wir uns zumindest die dunkelblauen Flatschen hier angucken werden. Die Farben sind jetzt auch gar nicht so wichtig. Man kann sich noch, wenn man sich das längere Zeit ansieht, wird man da merken, dass da im Grunde genommen auch das didaktische Dreieck so ein bisschen im Hintergrund liegt. Da unten, wo fundamentale Ideen steht, da sitzt eher der Stoff. Da unten, wo Orientierung am Vorwissen steht, da liegt eher so der Schüler. Und oben an der Spitze Organisation interaktiven, ganzheitlichen Lernens, das ist halt das, was im Wesentlichen der Lehrer da machen soll. Also so ist das ein bisschen gegliedert. Also die dunkelblauen werden wir uns ansehen, wobei bei Orientierung am Vorwissen, das nennen wir ein bisschen spezieller, da sagen wir Orientierung an Grundvorstellungen. Das ist ein bisschen was anderes, aber sehr ähnlich. So, und wir fangen an mit dem, was oben steht, Organisation interaktiven, ganzheitlichen Lernens. Das mache ich eher so überblickshafter, weil das ist sehr vielschichtig und auch so ein bisschen schwammig. Und da sind auch so ein paar Formulierungen, wo auch Mathematikdidaktiker zum Teil sagen so, das ist auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, so etwas dürrer und aufgebauschter Pädagogenjargon. Also gerade dieses ganzheitliche Lernen, da kommt jetzt auch gleich mal am Anfang ein Beispiel. So, es gibt da zum Beispiel so Leitprinzipien wie Mehrkanaligkeit, da wird auch manchmal gesagt Lernen mit Kopf, Herz und Hand und das wird dann dem Herrn Pestalozzi in die Schuhe geschoben, dass der das verlangt oder dann Handlungsorientierung, also die Schüler müssen ständig etwas tun, an Material oder so, das wird ganz gerne Herrn Dewey zugeschrieben. Und dann die Selbsttätigkeit, hilf mir es selbst zu tun, nach Maria Montessori. Und Individualität, da kommt dann der Freinet dazu, die freie Entfaltung der Persönlichkeit soll nötig sein. Das sind natürlich alles sinnvolle Leitprinzipien, aber es ist schon die Frage, wie spielen die jetzt eigentlich mit dem Mathematischen gut zusammen? So, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Lernen mit Kopf, Herz und Hand, aber ohne Sinn und Verstand ist überschrieben, was schon darauf hindeutet, dass das vielleicht eher ein Negativbeispiel ist. Da haben sich Herr Selter und Frau Sundermann angesehen, einen Stationenbetrieb zur Multiplikation, der in so einer Grundschulzeitschrift vorgeschlagen worden ist. Die erste Aufgabe, zwei Lernende stellen sich im Gang einige Meter entfernt voneinander auf und blinken einander Einmalaufgaben zu. Also kurzes Blinken
ist den Faktor, dann ein langes Blinken ist jetzt das Mahlzeichen und das nächste Blinken ist wieder der zweite Faktor. Zweite Station, einem Kind werden mit verbundenen Augen zwei Fühlkärtchen in die Hand gegeben. Da sind halt so Erhöhungen drauf, so ein bisschen wie Blindenschrift in groß. Ja, die gefühlten Anzahlen sind die Faktoren der Malaufgabe. Dritte Station, mit zwei unterschiedlich klingenden Schlaginstrumenten sollen die Kinder die zwei Faktoren einer Malaufgabe schlagen, die der Partner dann löst. Und die letzte Aufgabe, die Kinder malen die Schuppen eines Fisches aus, auf denen Zahlen eingetragen sind. Alle Schuppen der Dreierreihe in derselben Farbe. Also das sind Malaufgaben und da muss man, ne, so ähnlich wie dieser bunte Hund. Ja, was ist jetzt dazu zu sagen? Also hier, ne, man muss mal was malen, man hört was, man sieht was. Ne. Das klingt ja eigentlich ganz gut, aber wenn man mal näher hinschaut, ist eben die Frage, werden hier eigentlich die unterschiedlichen Kanäle bezüglich der Multiplikation geöffnet? Schauen Sie mal hin. Die Lernenden stehen im Gang einige Meter entfernt und blinken einander Malaufgaben zu. Naja, da werden ja nur die Anzahlen eigentlich geblinkt. Danach wird ganz normal gerechnet. Zweite Aufgabe. Einem Kind werden mit verbundenen Augen zwei Fühlkärtchen in die Hand gegeben. Ja, aber der fühlt ja auch nicht die Malaufgabe, der fühlt wieder die Anzahl. Dritte Aufgabe. Mit zwei unterschiedlich klingenden Schlaginstrumenten sollen die Kinder die zwei Faktoren einer Malaufgabe schlagen. Naja, ist wieder dasselbe. Ne? Also die ganzen Übungen können Sinn ergeben, aber eher, wenn man lernt zu zählen. Die haben gar nichts mit Multiplikation zu tun. Und die letzte Aufgabe hat eh nichts mit Multiplikation zu tun. Das ist einfach nur operantes Konditionieren. Ne? Der Fisch sieht schön aus und das hilft dann hoffentlich, dass sie die langweiligen Malaufgaben rechnen. Also auch da kann man jetzt sagen, naja, Kopf, Herz und Hand, aber wirklich was passiert da nicht. Auch an anderen Stellen ist das manchmal so ein bisschen grobschlächtig. Hier haben Sie so eine, wo wir gar nicht alles durchlesen müssen, so eine Gegenüberstellung von instruktionalem Lehrer- oder lehrpersonenzentrierten Unterricht und konstruktivistischem lernendenzentrierten Unterricht. Da stehen, die Fragen sind eigentlich gut, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nochmal Unterricht planen und will mich mal selber so ein bisschen treten, dass ich das anders mache, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich soll mich nicht daran orientieren, was muss ich durchnehmen, sondern eher überlegen, was ist jetzt eigentlich der Witz an der Sache, was ist da der springende Punkt. Oder ich soll auch nicht fragen, wie könnte ich die Schüler begeistern, sondern einfach mal überlegen, was hat mich selbst begeistert, um authentischer ranzugehen. So, hier kommen noch so andere Dinge. Nicht gucken, wie groß ist das Defizit von Lernenden, sondern was für Qualitäten sind bereits vorhanden. Oder hier auch die Grundhaltung des Schülers. Ich warte ab, was der Lehrer mit mir vorhat oder ich will wissen, wie es im Sachgebiet weitergeht. Das wäre angeblich da der Unterschied. Das hört sich alles sehr schön an. Man muss aber doch sagen, dass also diese sehr eindeutige Loblied auf den Konstruktivismus kann man auch kritisch sehen. Wir sagen auch hier, take it with a grain of salt. Wenn man mal so ein bisschen guckt in psychologischen Zeitschriften und da gibt es auch immer wieder so Wellen, dann werden Sie feststellen, dass in letzter Zeit man öfter wieder den Begriff Instructional Design liest oder halt eingedeutscht instruktionales Design. Und das sind Unterrichtsstile, die sehr stark lehrpersonengelenkten Unterricht meinen, also eher so traditionelle Lehr-Lern-Methoden. Und das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Hattie-Studie zusammen, wo sich dann angeblich ja herausgestellt hat, der Lehrer wäre so wichtig für den Lernfortschritt, dass man sagt, gesteuerte Lernumgebung und nicht dieses konstruktivistische freie Rumgetue, das kann auch was für sich haben. Es gibt aber genauso Studien, die sagen, bei diesem Lehrergelenken kommt relativ wenig rum. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ja die Frage ist, woran wird eigentlich gemessen, was herumkommt? Diese instruktionalen Designstudien oder die sagen, da kommt viel bei raus, tendieren dann nicht selten dazu, halt eher so prozedurales Verstehen abzufragen. Also die sagen, hier dieses konstruktivistische Lernen macht gar keinen Sinn. Bei den stupiden Ausrechnen von Multiplikationsaufgaben sind die Leute viel besser, denen man das halt eingebimst hat. Und dann würde so ein Konstruktivist sagen, naja, das wundert mich jetzt nicht.
Ich will ja auch, dass die Lernenden eigenständig elaborieren können und so. Und da gibt es dann eben teilweise auch wieder die Belege, die sagen, das funktioniert besser, wenn den Schülern auch schon im Unterricht einfach mehr zugetraut wird. Und jetzt kann man wieder fragen, was ist denn wichtiger, dass sie halt die groben Verfahren beherrschen oder das andere. Aber das ist dann keine Frage mehr, die sich empirisch klären lässt. Das ist eher eine Überzeugungsfrage. Und beide Formen der Unterrichtsgestaltung hätten auch auf theoretischer Ebene Rechtfertigungsprobleme. Das meint auch, dass nicht alles, was an Empfehlungen als konstruktivistisches Unterrichten ausgegeben wird, sich jetzt unbedingt dann mit der Theorie des Konstruktivismus überhaupt erklären lässt. Und ein Bereich, wo das auch so ähnlich ist, ist bei dieser Neurodidaktik. Da wird dann immer gemeint, man könnte aus so Erfahrungen, die man jetzt hat, darüber, wie das Gehirn funktioniert, so ohne weiteres sagen, wie dann zu unterrichten ist. Auch da ist das oft so, das sind doch sehr grobe Zusammenhänge und wirklich abgestützt ist das nicht. Also Organisation interaktiven, ganzheitlichen Lernens, das ist doch insgesamt so ein Prinzip, wo man sagen muss, das ist eher schwierig zu sagen, was das jetzt genau bedeuten soll. Das liegt auch daran, dass man aus Lerntheorien nicht so ohne weiteres Handlungsanweisungen für Lehrpersonen direkt ableiten kann. Das heißt auch manchmal, dass Technologiedefizit der Erziehung, jetzt haben Sie was ganz Feines gelernt, das meint, das Unterrichten ist eben nicht so, wie wenn man sagt, also wenn ich will, dass Wasser kocht, dann muss ich das auf 100 Grad erhitzen. So im üblichen Lebensraum der Menschen stimmt das. Das ist so ein ganz klares Gesetz, das wird technologisch weitgehend eingehalten. Wenn sich jetzt der Druck ändert und so, dann stimmt das nicht mehr. Aber beim Unterrichten gibt es in der Regel nicht so ganz klare Gesetze. Also das Lehrerhandeln ist kontingenter, wie man sagt. In konkreten Situationen können Sie ja auch gar nicht alles wissen, was es so an relevanten pädagogischen Wissen gibt. Und es ist immer so, Sie müssen das selber anpassen. Und deswegen ist irgendwie schwierig zu sagen, was das jetzt genau meint, interaktives, ganzheitliches Lernen organisieren. Es ist sehr schwer, es ist viel leichter zu sagen, was das heißt, dagegen zu verstoßen. Also wenn man jetzt sagt, so wie ich, Sie reden jetzt hier die ganze Zeit nur und machen irgendwie den Unterricht immer so, dann wird man wohl sagen, ah, das war jetzt eher nicht so ganzheitlich organisiert, aber nur weil Sie jetzt rumblinken und malen und auf irgendwelche Dinge draufschlagen, ist das halt auch noch kein gescheites Lernen. So, also das Prinzip, deswegen haben wir das jetzt so in 5 Minuten abgefrühstückt, das war vielleicht eher nicht so doll. Okay, schauen wir mal, operatives Prinzip, das steht genau in der Mitte. Und das hat was mit Ihrer Hausübung zu tun. Die behauptet nämlich, sie wäre nach dem operativen Prinzip zusammengestellt. Und noch was anderes, also die Aufgabe ist auch differenzierend. Sie durften selber auswählen, welche 2 von 4 Sie bearbeiten. Wenig verblüffenderweise haben fast alle Aufgabe 1 und 2 bearbeitet, weil die sind schon auch so, natürlich so, dass die 3. und die 4. Aufgabe deutlich aufwendiger sind, je nachdem, wie man sie bearbeitet. Hier wollte ich das jetzt, ich glaube, weil wenn jetzt nicht brennende Fragen sind, würde ich mal meinen, dass Aufgabe 1 und 2 sollte eigentlich so ziemlich jeder hinbekommen haben. So, eine Sache, die ich glaube ich noch, ich habe die Aufgabe ja von Herrn Leuders mir geborgt, also wenn ich die neu schreiben würde, das habe ich nur so schnell nicht gemerkt, ich würde wahrscheinlich bei Aufgabe 2 hier bei dem ersten 118 daraus 117 machen, weil dann ist das noch besser, weil dann haben Sie überall genau Mittelwert 3 und trotzdem ist es nicht egal, wo man die 6 dazu gibt. Und so ist es ja so, dass jetzt der erste Mittelwert ein bisschen größer als 3 ist. Fällt mir eigentlich kein vernünftiges Argument ein, warum man das so machen sollte. Schwierigkeiten, also Aufgabe 3 ist glaube ich auch nicht so schwer, alle Werte werden halbiert, Mittelwert wird halbiert, alle Werte werden um 1 erhöht, Mittelwert erhöht sich um 1. Arithmetisch Mittelwert noch als weiteren Reihenwert hinzufügen, nichts passiert. So. 4. Aufgabe, da gab es glaube ich vor allem Verständnisprobleme und da muss man auch sagen, ja ganz ideal ist die nicht aufgeschrieben. Weil hier nicht steht, ob man alle nehmen muss und wie lange das werden darf. Schauen wir mal, 4a. Sie dürfen jede Zahl höchstens einmal nehmen, legt meiner Meinung nach nahe,
Sie dürfen eine Zahl auch nicht nehmen. Also wenn da einer hinschreibt, na, da gibt es nur einen Mittelwert, nehme ich drei, das ist sicher falsch. Wenn Sie sagen, Sie dürfen jede Zahl höchstens einmal nehmen, dann gibt es wie viele Kombinationen? Kommt noch darauf an, ob Sie sagen, es ist sinnvoll, den Mittelwert aus einem einzelnen Wert zu berechnen. Glauben Sie, dass das sinnvoll ist? Dann müssten Sie sagen, es sind alle Teilmengen davon zulässig, außer vielleicht die leere Menge, weil bei leerer Menge den Mittelwert berechnen ist nicht okay. Das heißt, alle Teilmengen bestimmt man, indem man für jede Zahl entscheidet, ob sie dazugehört oder nicht. Also ist das 2 hoch, Anzahl der Elemente, Anzahl der Ente ist 5, also 2 hoch 5 und dann 1 abziehen, müssten 2 hoch 5 ist 32, glaube ich. Also 31 verschiedene Reihen gibt es dann, aber die haben nicht alle verschiedene Mittelwerte. Ich weiß nicht, du hattest das, glaube ich, gemacht, wie viele verschiedene waren es dann? 15 verschiedene Mittelwerte, aber es gibt 31 Möglichkeiten. So, Sie dürfen jede Zahl auch mehrfach nehmen. Jetzt wird es richtig schwierig, weil da steht nicht, wie lang die Reihe werden darf. Und jetzt könnte man sagen, dürfen das dann höchstens 5 Zahlen sein? Dann hat man extrem viel Arbeit, weil dann gibt es richtig viele verschiedene Möglichkeiten. Oder Sie sagen einfach mal, naja, das darf auch so lang werden, wie es will. Und dann heißt das einfach, alle rationalen Zahlen zwischen 1 und 5 und 5 können da als Mittelwert vorkommen und es gibt im Prinzip unendlich viele. Was ist jeweils der größte und kleinste Wert? Weil da war ein bisschen Streit im Team sozusagen. Klar ist, wenn ich die Zahlen auch mehrfach nehmen darf, nicht kleiner als 1 und nicht größer als 5. Und 1 und 5 geht, aber wenn ich eine Reihe habe, wo lauter 1er drin stehen, ist das arithmetische Mittel 1. Wenn Sie jetzt sagen, von verschiedenen, dann würde ich auch sagen, naja, dann ist wohl 1,5 das Kleinste, wenn Sie nur lauter verschiedene nehmen dürfen, weil zu sagen, ich nehme nur die 1 und die 1, also das Verschiedene setzt irgendwie voraus, in meinem Sprachgefühl, dass ich zumindest auch 2 Zahlen auswähle. Und dann geht halt minimal 1 und 2 und maximal geht 4 und 5, also 4,5, 1,5. Wenn Sie sagen, nein, nein, 1 alleine ist für mich schon auch in Ordnung, und es wird nur aus der 1 der Mittelwert berechnet, dann geht natürlich auch 1 und 5 als Mittelwert in dem Fall. Gut, was ist daran, was meint jetzt operativ? Operativ heißt hier immer, kommt jetzt aber dann eh genauer, dass man sich anschaut, wie wirken gewisse Veränderungen von einem Ding auf ein anderes Ding. Wir fangen mit einem kleinen Beispiel aus. Das hier, das kann man schon, das ist so erstes Schuljahr oder zweites Schuljahr Volksschule. Da sind so, das nennt man auch ein Arithmogon. Oder wenn man nicht Griechisch kann, dann nennt man das ein dreigliedriges Arithmogon, nennt man das einfach ein Rechendreieck. Das macht man zunächst mal so, dass man da sagt, hier liegen die Zahlen, legt bitte in die Kreise Plättchen, so dass ich als Summe der Ecken genau die Zahl ergibt, die da in der Mitte dazwischen steht. Und später macht man das dann ohne Plättchen und mit reinschreiben. Aber jetzt denken wir uns das mal mit Plättchen gemacht. So, das könnte zum Beispiel so funktionieren. Ich lege mal in den Kreis 1 12 rein, dann lege ich in den Kreis 2 auch 12 rein, weil dann ergibt das 24. Dann müsste ich in den Kreis 3 9 reinlegen, damit ich da auf 21 komme. Und dann sehe ich, ah Mist, 9 plus 12 ist 21, da muss aber 27 sein. So, und jetzt könnte man hingehen und sagen, was macht das Kind dann? Nein, er nimmt irgendwo welche weg und legt die woanders hin und guckt dann, wie wirkt sich eigentlich dieses Wegnehmen vom Plättchen da auf die Summen aus, bis dann irgendwie die Lösung da ist. Zweites Beispiel, operatives Prinzip. Sie haben hier so ein Blatt Papier, das wird in der Mitte gefaltet und jetzt sagen Sie, da ist 2 mal einzuschneiden, so dass man genau durch die Faltkante schneidet und an der Faltkante ein Dreieck entsteht. Jetzt faltet man das wieder auf und guckt sich die Figur an und guckt, was hat die für Eigenschaften. Und da sagt man, alle Figuren, die man so erstellen kann, heißen Deltoid. So, und dann kann man sich zum Beispiel auch noch fragen, kann man auch ein Quadrat erhalten, wenn man so schneidet? Auch ein Beispiel für das operative Prinzip. Noch ein Beispiel, aber ich habe immer noch nicht gesagt, was es ist, keine Sorge. Zumindest das schaffen wir heute sicher noch. Parametervariation quadratischer Funktionen. Ich nehme die quadratische Funktion, die ganz stinknormale, die Normalparabel x² her und jetzt gucke ich, was machen verschiedene Parameter damit.
zum Beispiel a mal x mit a ist eine positive reelle Zahl, ist also eine Dehnung der Normalparabel mit dem Faktor a in Richtung der y-Achse. Wenn ich jetzt minus ax nehme, wird daraus eine Spiegelung bei demselben a. Und wenn ich jetzt sage, aha, ich gehe jetzt über von diesem ax² zu einem ax minus c², dann habe ich eine Verschiebung in c in Richtung der x-Achse. Oder ich sage, ich nehme jetzt das ax minus c² und gebe da noch ein d drauf, das ist eine Verschiebung in Richtung der y-Achse. Das wäre auch ein Beispiel für das operative Prinzip. Gut, was ist jetzt das operative Prinzip? Dahinter steht die Überzeugung, dass so Objekte zu erfassen, wie zum Beispiel den Deltoid oder die natürlichen Zahlen als Rechenobjekte oder in dem dritten Beispiel die quadratische Funktion, meint zu erforschen, wie sie konstruiert sind und wie sie sich verhalten, wenn bestimmte Operationen auf sie angewendet werden. Das war jetzt sehr deutlich bei dem quadratischen Funktionsbeispiel, dass man da irgendwie mal nimmt und so, man verändert den algebraischen Term und guckt, was hat das eigentlich für einen Effekt auf den Funktionsgraphen. So, also da gibt es so mehrere Richtungen davon, untersuchen, welche Operationen ausführbar sind und wie sie miteinander verknüpft sind. Herausfinden, welche Eigenschaften und Beziehungen den Objekten durch Konstruktion aufgeprägt sind. Darum wird es insbesondere bei dem Deltoid gehen. Und beobachten, welche Wirkungen Operationen auf Eigenschaften und Beziehungen der Objekte haben. Das wäre vielleicht auch gerade bei diesem Arithmogon unter Umständen der Fall gewesen. Also das dritte geht so stark in Richtung dieser, kennen Sie vielleicht noch die Was-passiert-dann-Maschine aus der Sesamstraße? Also dass man halt guckt, wie verändert sich, wenn ich so und so variiere. So, man kann das auch noch etwas anders gliedern. Es gibt im Prinzip drei Anwendungsmöglichkeiten. Man kann von Objekten ausgehen und nach interessanten Operationen suchen und studieren, welche interessanten Wirkungen sie haben. Ja, wobei interessant jetzt nicht immer heißen muss für den Schüler interessant, sondern kann auch heißen für die Fragestellung interessant. Für das erste wäre wieder dieses Arithmogon das Beispiel. Sie haben die Objekte da mal liegen, diese Plättchen in den Feldern, und jetzt gucken Sie, welchen Einfluss hat eigentlich das Wegnehmen vom Plättchen auf die Summen. Und interessant ist das in dem Fall einfach in dem Sinne, dass Sie ja interessiert sind daran, dass die Summen da stimmen. Zumindest ist das die Aufgabestellung. Das muss jetzt nicht Interesse heißen im Sinne Ihres individuellen Interesses. Man kann auch sagen, von einer Operation ausgehend kann man fragen, auf welche Objekte Sie sich beziehen und studieren, ob sie interessante Eigenschaften in Beziehung in interessanter Weise wirkt. Das wäre relativ deutlich bei dieser Parametervariation der Funktion der Fall gewesen. Da wird die Operation, die da wirkt, ist zum Beispiel mal neben der ganzen Funktion mit a, und dann gucke ich, was hat das für die Eigenschaft Lage der Normalparabel in diesem Koordinatensystem für einen Effekt. So, und man könnte aber auch vielleicht sagen, bei dem Deltoid ist das auch so, da gehe ich aus von dieser Operation des Schneidens und überlege dann, durch dieses Schneiden, was ist dann eigentlich klar, was mit diesem Schneiden und Auffalten, was ist da klar, was bei dem Deltoid Sache ist? Zum Beispiel, dass die Faltlinie natürlich eine Symmetrieachse ist. Also weiß ich schon mal, so wie ich den Deltoid da gebastelt habe, ist zwingend das so, dass nebeneinander liegende Strecken gleich lang sind zum Beispiel. Oder dass da auch gewisse Winkel gleich sind. Liegt einfach darin, wie ich da geschnitten und dann aufgefaltet habe. Das ist der Figur durch die Operation einfach aufgeprägt. So, und das ist ein bisschen schwieriger, abstrakter, da fällt einem die Variation wahrscheinlich schwerer, zu sagen, da gibt es sowas von einer Eigenschaft oder Beziehung ausgehend Fragen, bei welchen Operationen angewandt auf die betroffenen Objekte sie sich interessant verhält. Wieder interessant nicht in dem Sinne, dass sie sagen, oh, das ist ja interessant, sondern in dem Sinne, dass da irgendwas Besonderes passiert. Und da ist es insbesondere, gucken, was bleibt eigentlich invariant. Jetzt denken Sie zum Beispiel an die Aufgabe mit den Mittelwerten, die Sie da vorhin hatten. Auf alle Werte 1 drauf addieren, dann geht der auch 1 hoch. Das ist vielleicht interessant. Und auch zu sagen, ich gebe da nochmal den Mittelwert selbst dazu, ist vielleicht auch interessant, dass man sagt, da ändert sich eigentlich nichts. Oder beim Median wäre natürlich wichtig, dass man sagt, wenn die Daten da in der Reihenfolge erstmal anders sind. Also Sie geben dreimal denselben Datensatz hin. Und dann sagen die, das ist ja eigentlich egal, weil darauf kommt es gar nicht an beim Median.
Und man sagt eben, so richtig verstehen, also insbesondere relational verstehen, tut man die Dinge, wenn man nach dem operativen Prinzip sie gelernt hat oder hat viele Chancen, sie zu lernen. Weil man eben guckt, welche Auswirkungen haben Eigenschaften, haben Operationen auf Eigenschaften und so weiter. Ein Spezialfall ist dann das sogenannte operative Durcharbeiten. Das bedeutet, man macht so eine Serie von Aufgaben, wo man jetzt hofft, alle möglichen Teilaspekte von so einem Thema werden da in gewisser Weise abgedeckt, dadurch, dass man ganz gezielt anfängt zu variieren. So, und drei Richtungen gehen da. Gezielte Variation einer immer sehr ähnlichen Einführungssituation wird vorgenommen. Dann Wesentliches wird durch Variation von Unwesentlichem hervorgehoben. Das meint hier, Wesentliches wird durch Variation von Unwesentlichem. Also sie variieren irgendwas, was gar keine Rolle spielt, um dann klarer zu machen, was ist eigentlich wesentlich. Da wäre das typische Beispiel wäre dieses, es ist ja eigentlich egal, wie die Reihenfolge da beim Median ist. Und das wird einem erst dann klar, wenn man mal verschiedene Reihenfolgen hingeschrieben hat. Muss man mal das Unwesentliche variieren, um dann zu merken, das ist eigentlich unwesentlich. Wesentlich ist nur, wie die Werte da sind. So, und dann Variation durch Operation, zusammensetzen, verändern, Umkehraufgaben stellen. So, jetzt gucken wir vielleicht noch mal grob auf das Bildchen hier vom Herrn Leuders drauf. So, da sehen Sie das doch zum Beispiel. Also das wird so nicht in der ersten Stunde sein, die man zum arithmetischen Mittel macht, sondern vielleicht in der zweiten, dritten oder vierten Stunde. So, und dann das erste ist so eine ganz typische Umkehrung. Ne? Geben Sie 5 Zahlen an, deren arithmetisches Mittel 5 ist. Die normale Aufgabe, die man erwartet, ist, da sind 5 Zahlen und ich soll deren arithmetisches Mittel ausrechnen. Also da ist die Idee dieser Umkehrung dabei. Dann bei dem zweiten, da ist auch eine sehr geschickte Variation eigentlich drin, wenn ich aus der 8 eine 7 mache zumindest, da kann ich sagen, aha, erkennen, dass so das Hinzugeben der Werte eben bei gleichem Mittelwert schon unterschiedlichen Effekt hat, je nachdem, wie viele Werte ich habe. Wenn ich das da begründen würde, würde ich ja sagen, naja, den meisten Effekt hat die 6 dort, wo die wenigsten anderen Werte sind, bei gleichem Mittelwert, logischerweise, weil dann geht ja die 6 da nur mit bei dem hinteren ein Sechstel ein, bei dem mittleren mit ein Drittel und bei dem vorderen geht sie mit dem Gewicht ein Viertel ein. So, das ist da die Variationsidee. Deswegen auch diejenigen, die den zweiten Arbeitsauftrag der Hausübung überarbeiten wollen, da wir erstmal Lösungen für alle 4 Beispiele und auch nochmal gucken, ergänzen, schauen, inwiefern decken eigentlich die Aufgaben, die dabei stehen, diese 3 Dinge ab. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar andere Beispiele für operatives Prinzip, 3 andere Fälle noch, ja, das können wir gerade noch machen, wenn es zeitlich etwas knapp ist. Man kann sagen, funktionales Denken ist allgemein, hängt mit dem operativen Prinzip zusammen, weil da geht es ja eigentlich immer darum, dass man guckt, wie verhält sich die Änderung einer Größe in Abhängigkeit von der Veränderung einer anderen Größe. Und das ist ja so typisch, also wenn ich die Argumentwerte verändere, wie ändern sich dann die Funktionswerte? So könnte man sagen, alle Funktionen haben eigentlich was mit operativem Denken zu tun. Da gibt es das operative Üben, das ist so ähnlich wie das operative Durcharbeiten. Da gibt es das auch oft so, man hat sehr gleichartige Aufgabenstellungen, aber durch eine geschickte Variation der Daten kann man dann noch irgendwie eine strukturelle Gemeinsamkeit feststellen, wo man dann sagt, fällt dir etwas auf, kannst du erklären, woran das liegt. Das ist so die Idee, diese grauen Päckchen, die wir letztes Mal in der Sitzung hatten, umzuwandeln, so dass eine geschickte Variation drin ist, wo der Schüler jetzt wieder erfahren kann, ah, das hängt damit so und so zusammen. Kommt gleich ein Beispiel. Operative Begriffsbildung, das machen wir dann wirklich später, wenn es um Begriffsbildung geht, da sage ich jetzt nichts zu. Und operative Beweise, da sage ich jetzt auch nichts zu, das kommt dann, wenn wir uns ums Beweisen kümmern. Dadurch können wir nämlich noch die Bildchen angucken. Hier sind sie, die sogenannten
schönen Päckchen. Da steckt halt strukturell immer was dahinter, müssten Sie sich jetzt in der stillen Minute mal angucken. 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, 5x4. Da sieht man schon, da passiert wohl was. Da wird immer der Faktor um 1 erhöht und jetzt wird dann auch wieder hinten eine gewisse Gesetzmäßigkeit rauskommen. Und die könnte man dann wieder erklären lassen. Dann hat man einerseits auch das Multiplizieren geübt, aber es passiert wieder etwas Interessantes, ja, wo man dann sagen kann, ah, dafür könnte man eine Erklärung finden. Dann hier bei den Zahlenmauern an sich, wenn ich jetzt hier so die direkt unter der 1 steht, diese kleinen Zahlenmauern, 3, 2, 6, 5, 8, 13, wo einfach unten schon mal was ausgefüllt sind und die sind dann nach oben weiter auszufüllen, die sind natürlich eher langweilig. Zahlenmauer, das funktioniert einfach immer so, die zwei Zahlen sind zu addieren, zum Beispiel die auf dem Stein da sind und in den da drüber zu schreiben. Man kann das auch mit Multiplikation und anderen Dingen machen. Wir sind nur erstmal in der Volksschule, da machen wir erstmal mit Plus. So, und jetzt kann man aber die natürlich so variieren, dass man sagt, oben steht eine Zahl. Also auch da gibt es die Möglichkeit, operativ heranzugehen. Und auch hier kann ich das natürlich wieder machen, dass ich so strukturelle Gemeinsamkeiten habe. Das wäre eher hier dieser Fall. 3, 4, 6, 6, 4, 3, 4, 6, 3. Das ist wieder genau dieses Wesentliches durch Variation von Unwesentlichem hervorhebenden, zum Teil. Und dann aber, dass es doch entscheidend ist, welche Zahl steht in der Mitte. Welche Zahlen außen stehen, ob das jetzt links oder rechts steht, das ist egal. Aber welche Zahl Sie in die Mitte geben, in die mittleren, macht ja sehr wohl einen Unterschied für das Ergebnis, was da rauskommt. Und da sieht man, aha, das ist hier wieder, hier ist einfach irgendwas unten reingeschrieben und hier ist das wieder ganz gezielt variiert, sodass man eine zusätzliche Erkenntnis noch bekommen kann. Und das ist eigentlich ganz typisch für dieses operative Prinzip, dass man versucht, Aufgabenserien zusammenzustellen, wo schon auch prozedurales Wissen angewendet wird, wo man aber zusätzlich noch ein tieferes Verstehen mit anspricht dann in der Besprechung. Das ist so die ganz Kurzform von operativem Prinzip, die man sich merken sollte. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen 1. Mai.